lay where you're laying. Don't make a sound. I know they're watching. Yeah, they're watching. All the commotion, the kid in the play. It's got people talking. Ah, schau, Yvonne, ich wusste es. They're talking. Bei mir, Bibi. Wirklich im Was? Finale. Ja, Finale. Wow. Wie fühlt es sich jetzt an, wieder hier zu sein? Ja, war schon krass und der Druck war schon echt hoch. Man ist schon krass auch nervös und ja, das hört doch nicht auf. Das wird doch nicht besser, weil es so ein Also es tut mir leid, ich musste mich natürlich umdrehen, weil ich habe dich erstens sofort erkannt und ich... Echt? Ich weiß, ja, du hast die ersten Töne gesungen. Das ist Bibi! Ich so, wer ist Bibi? Ja. Also krass! Liebe Bibi, herzlich willkommen. Schön, dass du nochmal offensichtlich hierher gekommen bist, All-Star. Erzähl uns mal, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin Bibi, ich komme aus Düsseldorf. Yay, ich bin ein All-Star. Und wie krass, und du hast den Mumm gehabt, nochmal hierher zu kommen. Warum hast du das gemacht? Ich dachte mir, why not? Man kann hier immer was mitnehmen, man kann immer was lernen. Das ist immer eine geile Zeit hier. Es spricht einfach überhaupt nichts dagegen. Geil. Ja, voll gut. Definitiv. Bibi, ich beiß mir gerade so in den Arsch, weil das wirklich, ich habe dich erlebt 2017, wie du jedes Mal so abgeräumt hast hier, du kannst unfassbar singen, du siehst aus wie ein Star, du kannst richtig, richtig krass tanzen. Ich habe dich irgendwie nicht erkannt in diesem rockigen Gewand, weil du eigentlich eher in Erscheinung getreten bist. Ja, so ein bisschen Soli und so. Und ich finde auch nicht, dass dir die Nummer perfekt gestanden hat. Okay. Und habe mich deswegen nicht umgedreht, aber ich weiß, was du kannst und ich weiß, was da jetzt noch irgendwie passiert. Und das ärgert mich kolossal und es ist krass, dass du hier bist und ich bin gespannt auf deine Entscheidung. Schön, dass du wieder da bist. Ja, danke schön. Also, Bibi, du kannst zum Beispiel sagen... Ja, ich bin jetzt nicht mehr alleine. Die Situation hat sich jetzt halt geändert. Und ich habe Stefanie jetzt sehr überrumpelt. Aber ich kann... Also ich muss Marc tatsächlich ein bisschen Recht geben. Ne? Ich mag den Song total. Mhm. Wie gesagt, ich hatte das Glück, dann dich beobachten zu können, ne? Weil Yvonne sich sehr schnell umgedreht hat. Und sehen können, wie du da auf der Bühne bist. Ne? Und da hat Marc auch recht. Du bist einfach ein Gesamtkonzept und bist nicht ohne Grund nicht schon mal bis ins Finale gekommen. Mhm. Wir buzzern und dann stehen wir da dahinter. Und ich vertraue Yvonne total. Ich würde es voll gut finden, wenn du uns eine Chance gibst. Wenn du sagst, ey, ich trete jetzt hier den nächsten Weg an und wieder mit einem Coach, der dich schon lange begleitet hat und dazu mit mir, die wahnsinnig einfach gespannt ist, dich kennenzulernen. Deswegen, flash mich, Mann. Deswegen. Flash mich. Deswegen. Bitte flash mich. Würde ich dir raten, mein Team zu gehen und mit mir ein
ganz neues Abenteuer beginnen. Ich kannte dich nicht und war von Anfang an sofort geflasht. Hab sofort deine soulige Stimme rausgehört und hab mir währenddessen, während du gesungen hast, gedacht, wow, die könnte so geil R&B, so geil Soul singen. Also ich weiß jetzt schon, also die Live-Shows werden unglaublich. Und wenn du in meinem Team kommst, dann haben wir glaube ich, richtig viel Spaß, richtig geile Nummern auszuprobieren. Und ich wäre mehr als glücklich, dich in meinem Team zu haben, weil es hat mich wirklich, also wirklich in der tiefsten Loch von meinem Herzen hat's mich noch berührt. Deswegen brenne ich richtig krass für diese Entscheidung. Baby, ey, komm in unser Team und beweis mir, genauso wie du es Yvonne bewiesen hast, dass du hier in diese Sendung gehörst und dass du es wieder bis dahin schaffen kannst. Baby, okay. Entscheide weise. Okay. Ich liebe dich und ich war dir so dankbar für den Weg bei The Voice. Du warst der perfekteste Coach, es war Dankeschön. Bombe. Du warst so viel für einen da, vor der Kamera, hinter der Kamera. Ich bin tatsächlich auch irgendwie total neugierig auf einen neuen Weg. Versteh und zu gucken, total. Was ich mit Nico vielleicht lernen kann. Mhm. Aber der Weg wird, ich muss es noch mal sagen, der Weg... Nein, bitte. Stephanie, natürlich, nee, es wird eigentlich mit dir auch ein neuer Weg. Ne? Aber ich glaube, du wolltest ausreden, Bibi. Ich glaube, du warst dabei, was zu sagen. Und was sagt ihr? Was sagt ihr? Okay, ich habe nur O gehört, aber ich glaube... Folg deinem... mach das, was du denkst. Ich glaube, ich gehe zu Nico. Yeah! Oh, ich würde dich so gerne umarmen. Vielen Dank, ja. Baby. Oh, vielen Dank. Du weißt, ich liebe dich über alles. Ich weiß. Musst du überhaupt wirklich, mach dir keine Sorgen. Ich freue mich für euch beide. Sie ist krass. Ich weiß. Behandle sie gut. Das werde ich tun. Yeah. Wirklich. Bibi, wirklich. Vielen Dank. Danke sehr. Ladies and Gentlemen, Bibi!